Willkommen zurück zu einem neuen Part hier bei Mario Kart 7 Online. Oh, Schnellstrecke wählen. Wie ihr seht, ich habe mich schon mal gut vorbereitet. Die Schraube wird nochmal ordentlich angezogen. Der Schwierigkeitsgrad wird nochmal immens steigen. Hier sind schon wirklich tolle Leute dabei. Sehr, sehr viele Punkte haben sie auch noch dazu mitgebracht. Und wir haben deutsche Unterstützung mit Beethoven. Und los geht's! Wie wird's laufen? Oh, gleich mal schön zurückgefallen. Die werde ich mir gleich mal aufhalten. Ah, keine Münze bekommen. Macht nichts. Die erste hat auch zwei Pilze. Donkey Kong vorne auch nur drei Pilze. Werde ich mal diese Abkürzung hier nehmen. Diese haben wir leider nicht bekommen. Oh, das war nichts. Oh, wir werden leider getroffen. Mario ist schon sehr weit vorne. Luigi ist auf dem letzten Platz mit Abstand. Dass wir das nicht einfach mit nur drei Münzen da irgendwas kriegen. Aber es fällt nicht sehr knapp beieinander. Ich meine, der zweite Platz ist drinnen, aber ob es für mehr reicht, ich weiß nicht. Der Mario wird schon zu weit vorne sein. So, drei Pilze losschmeißen. Okay. Die könnte uns noch ein bisschen nach vorne bringen. Aber bitte nicht zu weit. Oh, Peter. War noch ein gutes Item drin ist, ich weiß nicht. Ja, ich habe nicht fast gedacht, aber ich brauche fast Pilze. 10 Münzen sind nicht schlecht. Jetzt heißt es schön driften aufholen. Oh nein. Boah, mit Glück irgendwie durchgekommen. Wir bekommen 3 Pilze. Perfekt. Wir sind auf Platz 2. Der Toadie hat eine rote. Ja, ja, ich muss runterstechen. Oh, sie hat gefehlt! Verfehlt. Oh nein, Blau erwischt uns auch noch. Rote hinter uns. Ah, das wird nicht reichen. Komm schon. Puh. Also, Platz 4. Ich konnte gerade nicht um Platz 2 mitkämpfen. Die Blaue war dann doch zu gut. Da hätte ich mir den Pilz aufsparen müssen, hätte mehr auf Mario schauen müssen. Aber es ist nicht einfach gewesen. Es war so viel am Start. Aber wir sind immerhin Vierter geworden. Wir wollen ja an sich random spielen. Ich denke, ich werde mich da vielleicht anschließen. Aber erst, wenn wir wahres Galeonenrack bekommen haben. Das ist der Lieblingslevel einiger Zuschauer. Und deswegen will ich den auch vermehrt reinbringen, denn der kam nicht gerade oft vor. So, jetzt aber zu einer Strecke, die mir an sich nicht schlecht liegt. Waluigi's Flipper. Ja, die sind halt schon sehr geschwindigkeitsbasiert. Und man sieht schon, weiter, dass man nach vorne kommt in der Rangliste. So schwergewichtiger werden die Typen, aber auch umso schneller. Ich fahre nicht mehr so beschleunigungsbasiert, wie ich es mache. Okay, brauche ich die Münzen? Nein. Ich nehme die 2 mit, das reicht aus. Und Gas geben. Okay, Toad ist auf Rang 2. Ich denke, das ist unser deutscher Kollege. Dann werde ich mal das Ganze wieder passen. Zwei Rote. Die Bananen zu legen, vor allem jetzt nicht. Dann lege ich mir selbst ein, wenn jetzt. Alter, Mario kommt nicht durch. Ich habe jetzt auch 3 Bananen. Perfekt. Mal schauen. Blaue darf keine Kip kommen. Ein Stachelpanzer wäre für mich an sich tödlich. Die
Donkey Kong ist nicht weit zurück. Mario ist zurückgefallen. Vielleicht spielen wir hier sicher unseren Platz nach Hause. Nein! Ich dachte, das geht sich aus. Alles noch in bester Ordnung, aber es darf nichts mehr kommen. Oh, ich werde gleich überholt. Und Toadie, perfekt. Moment, ich bin in Gefahr. Ein Stachelpanzer am Feld, das ist gut. Erst jetzt. Schaut schlecht aus. Aber ich werde vorne bleiben, denn unser Toadie wird erster, unser deutscher Kollege. Blitz! Komm schon, jawohl! Perfekt, jetzt habe ich Chancen sogar noch auf den ersten Platz. Dann nehme ich mir das Fragezeichen weg, ist mir egal an sich. Kein Windschatten, er hat ihn. Er hat ihn. Verdammt, aber wir sind noch erster. Boah, war das ein Glück. Puh. Knappe Sache. Es geht richtig zu und ich tue mich schon sehr, sehr schwer, da vorne mithalten zu können. Das Kart ist fast zu langsam bereits. Drei Italiener am Feld. Okay, zu sechs sind wir noch da. 24, 28.000. Da ist schon einiges los. Ah, knapp. Eins daneben. Rosalinas Eisplanet. Ich werde den Shortcut besser nicht nutzen. Der ging. Naja, oder doch? Er ging in der Vergangenheit relativ oft daneben. Und oh yeah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, wollte ich sagen. Ja, ich werde es lieber lassen. Fahren wir normal, wir haben den Stern. Der ist ja schon nicht schlecht als Vierter. Jetzt brauchen wir aber Münzen erstmal. Mal sehen, wir fahren oben. Vielleicht ist unten noch was da. Ja, eine. Ja, zwei sogar. Nicht schlecht. Die Münze nehmen wir uns auch noch mit. Okay. Drei Pilze, perfekt. Oh nein! Ja genau, schieß mich ab. Aufbehalten, ja oder nein, ich werde es nicht behalten. Für den Shortcut hier. Ja, die gehen zum Glück daneben. Also, Beethoven fährt die gleiche Kombi wie ich. Kann man dann gut sehen, wer mehr Münzen hat. Oh, der war um vier daneben. Da ist nochmal gut gegangen. Vier Münzen nur. Ich brauche Münzen. Unbedingt. Ich werde ihn eine immerhin abstauben können. Und wir sind schon auf Rang 2. Das habe ich kaum mal gesehen. Ich werde jetzt warten. Ja genau, fünfter. Perfekt. Der Donkey Kong wollte mich ausschalten. Oh nein, oh nein, oh nein! Verdammt! Aber es geht sich noch aus. Oh yeah, das wird nix. Zwei Münzen auch nur. Ein Fehler und es war alles vorbei. So schnell geht's. Was könnten wir noch werden? Wir können maximal Zweiter werden. Der Mario ist viel zu weit vorne. Komm schon, Freizeit Box. Jawohl. Und jetzt ein gutes Item. Jawohl. Eine blaue. Dritter, perfekt. Er hier ist Zweiter. Wollte mich noch zurückwerfen. Ist ihm aber nicht gelungen.
31.000. Das Feld wird immer krasser hier. Und man hat schon gesehen, wenn der Mario mit seinem schwergewichtigen Untersatz mal vorne ist, der ist fast nicht mehr zu bremsen. Der hat einfach zu viel PS. Mal sehen. Wir sind zwar sehr leicht, aber schnell vom Fleck kommen wir trotzdem nicht wirklich. Muss das ganze Feld erstmal wieder aufholen. Nein, was tue ich? Aber ist hier nicht tragisch. Ein gutes Item abstauben. Pins mitnehmen. So, 5 Münzen haben wir. Die 3 Pinze behalte ich mir auf jeden Fall. Und dann, nein, der erwischt mich mit keiner Banane. Nochmal gut gegangen. Ich werde die aus der Linie wählen. Jawohl, so 10 Münzen sind mal komplett. Donkey Kong ist erster. Blauer ist aber unterwegs. Zumindest am Start. Ja, genau, der will mich. Habt ihr das gesehen am Touchscreen? Der wollte mich tatsächlich erwischen. Nein, was? Nein, das gibt's doch gar nicht. Wo ich tatsächlich. Nicht tragisch. Ich werde hier die Safe-Variante wählen von der Abkürzung her. Nicht die ganz enge Linie, die ganz riskante. Ich werde mir den Pins noch aufhalten. Jawohl! Das ist nochmal gut gegangen. Er hat aber auch eine gute Karte. Ja, ich habe es gedacht. Auf ein gutes Item spekulieren. Komm schon! 3 Pinze, sowas. Einer. Auch okay. Nein, es geht sich gerade nicht aus. Schade, schade, schade. Ich habe L gedrückt, was geht, aber der Stern wurde nicht rechtzeitig aktiv. Und man sieht hier ganz schön die kleinsten Schwierigkeiten. Und schon ist man weit abgeschlagen. Da ich nicht wirklich die Power habe, um aufzuholen. Das heißt, die maximale Geschwindigkeit fast zu langsam, auch bei 10 Münzen, das merkt man schon. Es geht halt darum, dann die Abkürzung, die Shortcuts sehr schön zu erwischen. Und in der dritten Runde, in der alles Entscheidenden, hat es nicht ganz gereicht. Und es ist unsere Wahl gefallen. Vario Scaglione Rack. Auch wenn der Toad ihn nicht so optimiert ist dafür, die geschwindigkeitsbasierten Karts mit den großen Reifen sind im Nachteil und Siegwart. Alle Fans fahren die gleiche Kombi da. Die vorderen beiden. Toad habe ich sehr gewusst. Donkey Kong habe ich nie geschaut. Also, wie wird's laufen? Ich habe gerade die Stats nicht im Kopf. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist Donkey Kong sogar unter Wasser langsamer als der Toad. Sicher bin ich mir aber nicht. Wir werden schon sehen. Donkey Kong ist auf Rang 3. Wir können uns ein bisschen vom Feld absetzen. Das schau dir mal nicht schlecht aus. Ich werde hier Gas geben, was geht. Um einen blauen Treffer abfangen zu können. 10. Jawohl, getroffen hat sie wen? Aber leider unseren deutschen Kollegen. Das ist nicht gut. Den wollte ich nicht treffen. Auch wenn er uns mehrmals bereits.
absichtlich eins drüber gebraten. Toller Verlauf hier. Die hinten matchen sich, betten sich. Und sogar der Donkey Kong ist zurückgefallen auf Platz 2. Ein Wii. Und wir sind hier relativ gut dabei. Ich werde hier jetzt auf Nummer sicher gehen, keine Abkürzung nehmen. Blitz ist zwar kein am Starten, aber sicher. Ich bin zu weit vorne, um mir einen Fehler zu erlauben und dann vielleicht mit der Blaue doch noch durchgereicht zu werden. So, Aussetzungen hier. Die Drifts haben alle sehr, sehr gut funktioniert. Es kommt uns keiner nach. Wir haben auch 10 Münzen. Was will man mehr? Und Platz 1 sollte uns keiner mehr rauben. Wir bauen sogar den Vorsprung leicht noch aus. Und schauen wir im Ziel vorbei. Was gibt's hier Neues? Platz 1 für uns. Und für die anderen. Wie wird's weiter? Donkey Kong dritter Tod, höchstwahrscheinlich vierter, der kommt nicht mehr vor. Nein, geht sich nicht mehr aus. Luigi, gewohnt, auf dem letzten Platz, glaube ich. Ob sich der angestrengt hat, ich weiß es jetzt gar nicht. Oh, Beethoven hat's erwischt. Auf dem letzten Platz. Hat sich Luigi doch noch irgendwie vorschummeln können. Position Bug war sicher am Start. Denn der ist bei mir nach ihm ins Ziel gefahren. Wow, 44.036, 35. Wir sind ja absolut abgeschlagen von den Punkten her. Nehmen wir nochmal Varios Gallium in Rag. Vielleicht kommt's ja nochmal. Jawohl, es kommt wirklich nochmal. Also, in den letzten Parts zum Schluss noch den Lieblingslevel vieler Spieler sogar zweimal bekommen. Session, das hintereinander noch. Aber können wir diesmal auch Platz 1 verteidigen? Ich bin mir nicht so sicher. Kommt drauf an, wie wir wegkommen. So, Tourstart ist hier Pflicht. Wie in der Medium Class. Wir haben aber leider Münzenabteil nur Münzen. Oh yeah, da außen ist wer vorbei. Den werde ich nicht abballern. Ich warte mal ab. Okay. Der hat sich selber eliminiert. Und wir haben beste Karten mit einem Mushroom, um eine blaue auszuweichen. Jetzt hoffe ich nur, dass der zweitplatzierte nie eine Tür bekommt. Nicht sauber gefahren von mir. Aber wir sind trotzdem noch sehr schnell vorne. Hier wieder zwei Münzen sicher mitnehmen. Perfekt. Es ist auch keine blaue und keine rote weit und breit zu sehen. Das ist gut und wir können schon langsam den Vorsprung ausbauen. Donkey Kong hat eine rote. Feuert er sie ab? Das ist hier die Frage. Er hat noch eine rote. Er hat sie abgefeuert. Dann werde ich eben meinen Blitz einsetzen, da keine blaue aktiv ist. Und mir einen Schutz holen. Es wird wahrscheinlich noch eine rote kommen. Nehme ich mal an. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jawohl, Toadie ist auch Zweiter. Was will man hier? Da können wir gemeinsam abfeiern gehen. Traumhaft, komm schon.
Platz 2 schaffst du noch, Beethoven. Jawohl, er bringt ihn sicher durch. Donkey Kong wird Dritter, Mii wird Vierter. Und Beethoven konnte sich nochmal mit der Revanche nach vorne bringen. Vom letzten auf den zweiten Platz. Ein tolles Ende, auch für ihn. Und damit beende ich hier diesen Part. Wir sehen uns in der gleichen Session im nächsten Part wieder. Ich freue mich schon und auf den nächsten Strecken. Bis dann.